besser? Alle gegen Aldi. Der große Test mit Nelson Müller. Penny, Netto und Lidl setzen auf Angebote. Das ist natürlich die Strategie dahinter, die Leute erstmal in den Laden locken. Discounter-Lebensmittel im Test. Ich habe einen ganz eindeutigen Favoriten bei den Pommes. Kleine Preise, große Tricksereien. Schokolade? Brauchen wir dafür? Ganz und gar nicht. Alle versprechen hohe Qualität. Nicht alle liefern sie. Das ist eine Verbraucherirreführung. Würmer im Lachs. Discounter unter Ekelverdacht. Man sollte auf den Rohverzehr verzichten. No-Name-Ware im Geschmackstest. Besser als das Markenprodukt. Oh. Ja. Alle gegen Aldi. Wer schlägt den Discounter-Riesen? Ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus. Rund 14.000 Filialen liefern sich in Deutschland täglich einen Wettkampf um die Kunden. Welcher ist der beste Discounter? Das wollen wir im großen Test herausfinden. Alle gegen Aldi. Wir lassen die Discounter in 5 Runden gegeneinander antreten. Geschmack? Fairness? Qualität? Ehrlichkeit? Und als erstes Preis. Aldi gibt die Preise vor, so die landläufige Meinung. Nelson hat seine Freunde eingeladen und die waren einkaufen. Ja, alle gegen Aldi. Viel Discounter. Glaubt ihr, dass ein Discounter Aldi schlagen kann im Preis? Vom Gefühl her scheint immer irgendwo Aldi doch der günstigste zu sein. Ich glaube, man denkt es auf jeden Fall, weil es ist ja so quasi die Mutter der Discounter. Also die haben ja gestartet und vielleicht ist es einfach dadurch in den Köpfen noch so drin. Was habt ihr eingekauft und was habt ihr bezahlt? Packt doch mal aus. Die Freunde waren bei Aldi, Lidl, Penny und Netto einkaufen. Immer die gleichen 15 Produkte. Wer ist der günstigste? Ich habe 20,58 Euro. Also ich habe 20,60 Euro bezahlt für den ganzen Einkauf bei Penny. Ich habe 2 Cent mehr bezahlt. 20,62 Euro. Ja, dann kommt das Beste tatsächlich zum Schluss. Wir haben nämlich 20,50 Euro bezahlt. Oh. Wir waren damit wohl die günstigsten für unseren gesamten Einkauf. Der Einkauf bei Lidl war am günstigsten, aber die Unterschiede liegen im Centbereich. Kein Wunder, denn viele der eingekauften Produkte kosten bei allen Discountern genau dasselbe. Der harte Preiskampf zwischen den Discountern findet an anderer Stelle statt. Mit attraktiven Sonderangeboten will jeder der günstigste sein. Sie haben ja auch immer wieder verschiedene Angebote, diese Discounter. Also das hat man ja auch schon mal gehört, dass es irgendwie am Wochenende günstiger sein soll als unter der Woche. Framstag. Framstag? Am Framstag kommt der Samstag zurück, oder was? So ähnlich. Was ist das? Was ist der Framstag? Da wird dann angekündigt, was es am Framstag günstiges zu kaufen gibt. Okay. Framstag, Freitag und Samstag. Ach so. Bei Penny heißt es Framstag. Bei Netto gibt es Samstagskracher. Und Lidl hat den Super Samstag. Alle drei Discounter werben mit Sonderangeboten und echten Schnäppchen. Aldi reduziert samstags keine Lebensmittel. Ein Nachteil? Der Samstag ist der Einkaufstag für Lebensmittel. Immer mehr Menschen erledigen samstags ihren gesamten Wocheneinkauf. Da locken besonders viele Angebote. Aber rechnen sich Super Samstag und Co.? Wir machen den großen Preischeck. Für unsere Stichprobe vergrößern wir den Warenkorb auf 50 meistgekaufte Produkte und gehen bundesweit einkaufen. In 10 Filialen der Discounter kaufen wir möglichst vergleichbare Produkte. Zuerst an einem Mittwoch. Dann wiederholen wir den Test an einem Samstag und kaufen die gleichen Lebensmittel noch einmal. Gibt es Unterschiede? Welcher Discounter ist wann am billigsten und lohnen sich die Samstagsschnäppchen? Insgesamt haben wir 1000 Preise ausgewertet. Für den Mittwoch zeigt sich, Aldi und Lidl sind am günstigsten. Penny und vor allem Netto sind teurer. Und am Samstag? Trotz vieler Angebote und Rabatte der Konkurrenz bleibt Aldi auch für den Wochenendeinkauf der günstigste Discounter. Und nur bei Penny wirken sich die Samstagskracher ernsthaft auf den Preis aus. Bei Lidl dagegen praktisch kein Unterschied. Und Aldi ist zuverlässig billig. Trotz kaum veränderter Preise funktioniert das Konzept für die Herausforderer.
Es geht natürlich darum, dass die Verbraucher dort den ganzen Einkauf tätigen und nicht nur die Angebote. Und das ist natürlich die Strategie dahinter, die Leute erstmal in den Laden locken. Mit den Wochenendangeboten kann man im Einzelfall zwar bis zu 50% sparen, sie machen aber nur einen Bruchteil des Sortiments aus. Durchschnittlich sind gerade einmal 0,25% der Produkte reduziert. Die Samstagsschnäppchen sind vor allem eins: Lockangebote. Das Preisfazit? Aldi bleibt ungeschlagen. Fast gleich auf Lidl. Habe ich's doch immer gesagt. Aldi ist immer noch der günstigste Discounter. Dem Discounter-Riesen kann einfach keiner was vormachen. Nicht mal mit den Samstagsangeboten können die anderen Aldi schlagen. Runde 1 unseres Wettkampfes gewinnt Aldi. Aber auch Lidl bekommt die volle Punktzahl. 3 Sterne. Die Unterschiede sind gering und bei beiden kann man sehr günstig einkaufen, egal an welchem Wochentag. Auf Platz 2 landet Penny und bekommt dafür 2 Sterne. Den 3. Platz belegt Netto und bekommt 1 Stern. Der teuerste der 4 Discounter. Als nächstes geht es um Ehrlichkeit. Wird Aldi in dieser Runde geschlagen? Die Discounter versprechen so einiges auf ihren Produkten. Was steckt tatsächlich drin? Da steht ja Erdbeere drauf, da sind auch Erdbeeren drauf gedruckt, da ist aber keine rote Beete drauf gedruckt. Wenn ich hinten schaue, dann steht da rote Beete-Saftkonzentrat, natürliches Aroma. Wenn ich mir hier den Sprosane anschaue, was ist denn da drin? Glucose-Fructose-Sirup, modifizierte Stärke, Zucker, fettarmes Kakaopulver, 1,4%. Ja. Wie ehrlich sind denn Discounter? Ich glaube, dass sie immer so transparent und ehrlich sind, wie sie es sein müssen. Aha. Den beliebten Schokopudding mit Sahne gibt es natürlich nicht nur bei Aldi, sondern auch bei Lidl, Penny und Netto. Der 200-Gramm-Becher kostet gerade mal 19 Cent. Viel Genuss für ganz wenig Geld. Wie geht das? Sebastian Lege ist Produktentwickler und kennt die Tricks der Hersteller. Heute machen wir Schokoladenpudding. Wir kennen den alle. Mit Sahne on top. Aber Schokolade, so wie wir sie kennen, brauchen wir dafür ganz und gar nicht. Mit einem Pudding wie von Oma hat das Industrieprodukt wenig zu tun. Denn der wäre zu teuer. So, und jetzt machen wir Schokopudding. Schokopudding, heute alles im Mixer. Ne? Grundzutat ist meistens immer Milch. Allerdings entrahmt mit höchstens 0,5% Fett. Wir nehmen nur die Wassermilch, auf Deutsch gesagt. Dann natürlich, wie in allen günstigen Speisen, ganz, ganz viel Zucker. 30 Gramm für einen Becher. Zucker macht gute Laune. Bisschen Fett, weil Sahne ist ja raus. Natürlich immer Pflanzenfett, ist immer günstiger wie tierische Fette. Das hier ist keine Partydroge, sondern Monodiglyceride von Speisefettsäuren, damit der Pudding schön glänzend, samtig weich wird und alles sich miteinander super verbindet. Billiger Pudding? Billige Zutaten. So lassen sich bei der Massenproduktion Millionen sparen. Weiche noch ein bisschen Gelatine ein. Omas Pudding wird durch Stärke und Sahne zusammengehalten. Billiger ist Gelatine. Gelatine ist ein tierisches Produkt. Wird meistens aus dem Spalt der Tiere gewonnen. Ja, der Spalt ist das, was zwischen Haut und Fett liegt. 90% davon ist vom Schwein. Weil es da natürlich auch am günstigsten ist. Schweinereste im Pudding. Für Vegetarier und Muslime ist das Discounterprodukt schon mal nicht geeignet. Und wo bleibt die Schokolade? So viel Kakaopulver kommt da bestimmt nicht rein. Kakao ist teuer. Kakao ist ein wertvoller Rohstoff. Und maximal 1-2% mehr wird in so einem fertigen Schokopudding nie reinkommen. Nur 1% Kakaopulver ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Geschmack entsteht durch Aromen. Aber was wäre der Schokopudding ohne das fluffig-luftige Sahnehäubchen on top? Damit die Sahne auch fluffig-luftig lange im Becher erhalten bleibt, müssen wir hier auch ein bisschen nachhelfen. Ein kleiner Stabilisator. Wir schäumen es auf. Nicht mit dem Mixstab, sondern hier mit dem Gas. Tierische Gelatine, Zusatzstoffe und Aromen für den Geschmack. So wird aus entrahmter Milch und Zucker ein günstiger Schokopudding. Ich
Ich würde sagen, sieht aus wie das Produkt, das wir aus unserem Kühlregal kennen. Mit 1% Schokolade, mit viel luftiger Sahne, die auch lange luftig bleibt. Im Discounter-Vergleich zeigt sich, bei Lidl ist am wenigsten Kakao im Pudding. Nur 1%, das gesetzliche Mindestmaß. Netto und Penny verarbeiten immerhin 40% mehr Kakao als vorgeschrieben. Und das zum gleichen Preis. Tierische Gelatine beinhalten alle Schokopuddings. Denn bei diesen billigen Preisen müssen die Discounter einfach an guten Zutaten sparen. Das gilt nicht nur für Pudding. In den meisten verarbeiteten Produkten werden teure Zutaten durch billige Zusatzstoffe und Aromen ersetzt. Das ist bei Aldi nicht anders als bei Lidl, Penny und Netto. Wie steht es um die anderen Versprechen von Aldi und Co.? Egal wie billig. Von außen ist alles erste Klasse, Spitze, Premium. Hast du das Gefühl, du weißt, was du da kaufst? Also ich habe so ein gewisses Grundvertrauen, dass wenn ich bei Aldi und bei Lidl einkaufen gehe, dass ich da vernünftige Produkte kaufen kann. Also ich kann mich zurückerinnern, Aldi war der erste Discounter. Und der hat gewollt, dass die kleinen Leute gute Qualität für wenig Geld bekommen. Und von daher muss ich sagen, dass ich dem Aldi nach wie vor vertraue. Aber es ist doch alles sehr gestützt auf Bauchgefühl, ne? Wie ehrlich sind Aldi und Co. wirklich? Ich meine, jetzt steht hier drauf, Cantinelle, natives Olivenöl extra. Sagt dir das was? Ist Nein, das sagt mir nichts. Bei mir steht nur natives Olivenöl extra aus der Europäischen Union. Also gar nicht, wo es hergestellt worden ist. Andererseits steht hier auf der Rückseite erste Güteklasse. Heißt für mich, dass es doch eine hohe Qualität hat. Hier steht hergestellt in Italien, abgefüllt von, und dann steht da auch tatsächlich eine italienische Firma mit einer Adresse sogar. Hergestellt in Italien steht drauf. Das steht hergestellt in Italien. Okay. Hergestellt heißt ja nicht unbedingt, dass die Oliven unbedingt daherkommen, oder? Ja. Also das könnte man sogar nach. Kunden wünschen sich Olivenöl aus Italien. Kalt gepresst, beste Qualität, also nativ extra. Scheinbar liefern alle Discounter solches Spitzenöl. Doch die Branche ist in Verruf geraten. Hersteller haben in der Vergangenheit immer wieder gepanscht. Vermeintlich italienisches Olivenöl mit Ware aus Nordafrika gemischt. Oder es wurde gestreckt mit altem Öl oder billigem Ersatz aus Sonnenblumen oder Soja. Was steht drauf? Was ist drin? Halten Aldi und Co. ihre Versprechen? Oder sind die Discounteröle womöglich gepanscht? Das will Nelson bei Dr. Gerz in Hagen herausfinden. Hallo. Hallo. Er ist die absolute Koryphäe im Bereich Fettwissenschaft und kennt sämtliche Tricks der Industrie. Ein besonders beliebter? Strecken mit billigem Fremdöl. Ich kann Ihnen noch mal zeigen, wie das so funktioniert. Wir haben jetzt immer so, das war vor ungefähr 10 Jahren, war das gang und gäbe, mit einem bestimmten Sonnenblumenöl was zu punchen. Ja. Da brauchen wir nur mal, so, jetzt nehmen wir mal. Was ist das jetzt? Das ist ein sogenanntes ölsäurereiches Sonnenblumenöl. Ja. Jetzt nehme ich mal einfach ein x-beliebiges von dem und gebe dann nur mal ungefähr die Hälfte von dem dazu. Ja. Und dann werden Sie sagen, das riecht ja immer noch nach Olivenöl. In der Tat. Wir haben Olivenöle von Aldi und den anderen Discountern unter die Lupe genommen. Immerhin kein Fremdöl. Bei allen Proben handelt es sich um 100% Olivenöl. Aber die Verpackungen versprechen noch viel mehr. Beste Qualität und das bei niedrigsten Preisen. Feinste Auslese aus sonnengereiften Oliven, ja. Natives Olivenöl extra. Kann man denen denn Glauben schenken? Man sollte mal nicht mal von dem Bösen ausgehen, aber wir können ja untersuchen. Die einzige offiziell zugelassene Methode, das zu überprüfen, ist der Sensoriktest. Und das bedeutet riechen und probieren. Man kann auch zu Hause einen Cognac-Schwenker nehmen. Ne? Rührt so um, dass die Wände so ein bisschen benetzt werden, damit so ein kleiner Film sich bildet. Und dann riecht man rein und dann ist man bei diesem Öl ganz enttäuscht, weil nämlich da kein, also überhaupt keine Fruchtigkeit da. Ne? Ja, riecht nach nichts. Soll ich das mal probieren? Ja, dann merken Sie nicht viel. Nö. Jetzt nehmen wir mal einfach ein anderes. Das ist mies, ne? Das ist mies. Ranzig. Hat schon seine alte auf dem Buckel. Das ist nicht mehr das Frischeste. Ja. Mies, ranzig, alt. Sternekoch Nelson und Ölexperte Dr. Gerz sind sich einig.
Kein einziges der Olivenöle sticht positiv heraus. Das sind also, ich würde sagen, so unterer Standardöle. Es ist kein gutes Olivenöl dabei. Laut den Etiketten soll das Olivenöl aber von bester Qualität sein. Nativ extra. Das ist alles Olivenöl. Nativ extra ist, also wenn man einen sensorischen Fehler hat, dann ist es nicht mehr nativ extra. Also. Wenn ein sensorischer Fehler da ist, dann ist es nur noch natives Olivenöl. Ja. Alle Discounterflaschen deklarieren nativ extra oder gleichbedeutend extra vergine. Die höchste Auszeichnung, die für Olivenöl existiert. Wenn ein Olivenöl sich so nennt, darf es keine geschmacklichen Fehler aufweisen. Wir wollen es genauer wissen und schicken Stichproben in den offiziellen Test des deutschen Olivenölpanels. Die geschulten Prüfer sind nachsichtiger. Die Öle von Penny, Aldi und Netto sind von guter Qualität. Eines jedoch fällt durch. Primadonna von Lidl. Es darf sich nicht nativ extra nennen. Nicht verkehrsfähig lautet das Urteil. Das heißt, es darf zwar verkauft werden, nicht aber als nativ extra. Denn es hat geschmackliche Fehler, schmeckt laut Experten stichig. Wir haben Lidl mit diesem Testergebnis konfrontiert. Der Discounter beauftragte selber Labore und bekam 4-mal gute Bewertungen. Wie Sie den Untersuchungsberichten entnehmen können, kommen alle 4 Panels zu dem Ergebnis, dass das Öl ohne Einschränkung verkehrsfähig ist. Trotzdem bleiben wir skeptisch. Discounter mischen günstige Öle aus ganz Europa, so bleibt der Preis niedrig. Verlockend für die Kunden. Ich meine, das sind Öle, man kann auch nicht mehr erwarten für den Preis. Wenn man weiß, dass ein Liter Olivenöl in der Produktion ungefähr so 7 Euro kostet, vielleicht sogar ein bisschen mehr, dann kann ich natürlich für 3,90 Euro bzw. einen Literpreis von 5 Euro nicht so viel erwarten. Wir meinen in puncto Ehrlichkeit, wer Qualität verspricht, muss sie auch liefern. In dieser Runde schneidet Lidl am schlechtesten ab. Netto und Penny gehen beim Schokopudding immerhin über gesetzliche Vorgaben hinaus. Aldi bleibt unauffällig. Mittelfeld. Als Koch ist mir Ehrlichkeit natürlich sehr, sehr wichtig. Und wenn die Discounter das Versprochene auf ihren Verpackungen nicht einhalten, dann finde ich das nicht in Ordnung. Penny und Netto waren etwas ehrlicher als die anderen und bekommen dafür 2 Sterne. Aldi folgt in Sachen Ehrlichkeit und bekommt 1 Punkt. Lidl geht in dieser Runde leer aus. Wer schlägt Aldi bei der Qualität? Wenn man von Discountern spricht und natürlich auch über Preis, dann kommt irgendwann auch die Frage auf, von was für Qualität sprechen wir eigentlich? Gibt es Unterschiede zwischen den 4 großen Ketten? Das ist ja alles Discount. Hier noch billiger und da noch mal billiger. Liefert einer eine bessere Qualität als Marktführer Aldi? Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Würstchen anschauen, welche kann jetzt was? Ja. Können auch mal so ein Ding mal aufmachen, ne? Ja, würde ich auch zum Beispiel. Die Lehren kann keiner verwehren. Ja. 4 Würstchen, 5 Tester, 1 Sternekoch. Und das Ergebnis? Würstchentausch. Cheers. Ich kann keinen Unterschied feststellen. Genau dasselbe Ding. Was verrät die Verpackung über die Qualität? Hier steht Böcklung da drauf. Das ist ja nun auch eigentlich eine bekannte Marke. Ne? Das ist jetzt hier aber bei Aldi. Das ist ein Aldi-Würstchen. Mhm. Aber es gibt ja auch die echten Böcklunder, ne? Ja, also Böcklunder sagt mir sowas jetzt auch. Nicht nur im Zusammenhang mit Aldi. Mhm. Steckt im Aldi-Glas tatsächlich ein Markenwürstchen? Das wollen wir im Ort Böcklund in Schleswig-Holstein herausfinden. Hier sitzt einer der größten Wurstfabrikanten der Republik. 600.000 Würstchengläser laufen täglich vom Band. Viele davon gehen an Aldi. Wirklich mit gutem Fleisch? Oder gibt es beste Qualität nur beim Original-Markenwürstchen? Das Qualitätsverständnis ist für alle gleich. Das heißt, die Grundqualität, die in dem Produkt innewohnt, die ist vergleichbar bei einem Produkt. Aber nicht nur das. Auch Lidl, Penny und Netto bekommen ihre Würstchen aus diesem Werk. Böcklunder produziert für alle namhaften Händler in der Bundesrepublik Deutschland. Der gleiche Lieferant für 4 Discounter und die Marke. Wo liegen dann die Unterschiede? Die Fleischrohstoffe, die wir verwenden, sind bei allen Kunden vergleichbar.
Es gibt lediglich Unterschiede in der Rezeptur, also in der Gewürzrezeptur beispielsweise und in der Vermarktung. Gleiche Herstellung, gleiches Fleisch, etwas anderer Geschmack. Der große Unterschied zur Markenware, Discounter verzichten auf teure Werbung und verkaufen die gleichen Würstchen für weniger als die Hälfte. See you later. Dieses System gibt es nicht nur bei Wurst. Viele Discount-Produkte stammen von bekannten Markenherstellern. Und die Qualität ist oft vergleichbar. Aber was ist mit empfindlichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Fisch? Da muss die Frische stimmen. Haben Aldi und Co. ihre Kühlkette im Griff? Frische ist sicherlich eines der wichtigsten Themen, ja, und eines der wichtigsten Attribute. Es sollte frisch sein, alles andere wird dann schwierig. Das ist aber wieder die offene Frage. Man weiß nicht genau, was hat man in der Hand oder was kauft man. Vielleicht sind es auch zum Teil Vorurteile, dass man skeptisch ist, aber man weiß es nicht. Unterbrochene Kühlketten oder frische Waren? Wie gut haben die Discounter die Frische im Griff und welcher liefert die beste Qualität? Wir haben Stichproben von Räucher- und Tiefkühllachs im Labor getestet. Denn Fisch ist ein besonders sensibles Lebensmittel. Schnell bilden sich auf seiner Oberfläche Keime, die in hoher Konzentration Übelkeit und Erbrechen auslösen können. Darum gilt ein Höchstwert für die maximal zulässige Keimzahl. Beim Tiefkühllachs von Netto lag die im Labor ermittelte Keimzahl über dem empfohlenen Richtwert. Noch nicht schlecht, aber von minderer Qualität. Man sollte tatsächlich bei diesen Produkten auf den Rohverzehr verzichten. Das ist meine Empfehlung. Aber wenn Sie diese Produkte gegart verzehren, gibt es überhaupt gar keine Probleme. Außerdem haben wir im Wildlachs von Aldi und Penny Nematoden gefunden. Diese Fadenwürmer sind bis zu 3 cm groß und können als Parasiten im Lachs leben. Im Tiefkühllachs werden die Fadenwürmer aber durch den Gefrierprozess abgetötet. Es ist zweifellos nicht sehr, sehr appetitlich, wenn man mal so eine Nematode findet. Gefahren bezüglich der Nematoden für die Gesundheit bestehen nicht. Tote Fadenwürmer sind zwar gesundheitlich unbedenklich, sie liefern aber Rückschlüsse auf die Qualität. In dem Moment, wo man diese Fische schlachtet, fangen diese Nematoden an zu wandern in dem Gewebe und können dann eben auch ins Muskelfleisch wandern. Insofern muss man Lachse relativ schnell verarbeiten. Fisch vom Discounter, insgesamt von passabler Qualität. Lidl landet auf Platz 1. Denn hier haben wir weder erhöhte Keime noch Nematoden gefunden. Mach nackig die Tomate. Zu den beliebtesten Discounter-Produkten gehören frisches Obst und Gemüse. Welcher Discounter kann hier punkten? Riechen tut man nicht viel. Nee. Die Verpackung von Aldi verspricht höchste Qualität. Hier steht drauf Premium-Klasse. Das ist vielleicht auch ganz gut, mal drauf zu schauen, weil es ist ja nur im Laden. Du kannst ja nicht einfach die Verpackung aufmachen. Und hier hat man jetzt Handelsklasse draufstehen auch. Ja, Klasse 1 steht da. Premium-Klasse 1. Eigentlich sollte man meinen, das wäre eine gute Tomate. Ja. Erste Klasse bei Aldi. Ist die Qualität hier also besser als bei den anderen Discountern? Tatsächlich ist der Begriff Premium nicht geschützt. Und Handelsklasse 1 ist bei allen Discountern Standard. Wer hat nun aber die beste Qualität? Um das zu überprüfen, haben wir 50 Lebensmitteltests der letzten Jahre von Ökotest und Stiftung Warentest ausgewertet. Es gibt geringfügige Unterschiede. Penny hat eine langjährige Durchschnittsnote von 2,3. Ebenso Netto, 2,3. Discounter-Riese Aldi ist ein bisschen besser und hat einen Schnitt von 2,1. Noch besser ist Lidl mit einer Durchschnittsnote von 1,9. Auch beim Lachs ist Lidl vorne und gewinnt damit die Qualitätsrunde. Tja, schon wieder muss sich Aldi geschlagen geben. Die beste Qualität gibt's bei Lidl, aber man muss auch ehrlich sagen, so groß sind die Unterschiede nicht. Die Discounter-Lebensmittel haben eigentlich alle eine gute Qualität. Come on, baby, I'm tired of talking. Unsere Wertung? Die volle Punktzahl gibt es nur für Lidl. Aldi ist in dieser Runde geschlagen und landet auf Platz 2. Gefolgt von Penny und Netto. Damit liegen Aldi und Lidl in der Gesamtwertung ganz vorne. Nächstes Kapitel. Fairness. Wer ist ein guter Arbeitgeber? In den letzten Jahren kamen immer wieder Skandale ans Licht. Mobbing, Schikane und Überwachung der Mitarbeiter. Ein Problem der Vergangenheit?
Bußgelder für Lidl. Der Lebensmitteldiscounter muss wegen der Bespitzelung von Mitarbeitern ein Bußgeld von insgesamt knapp 1,5 Millionen Euro zahlen. Die Unternehmen selbst verbreiten ein ganz anderes Bild. Ich wollte in einem namhaften Unternehmen arbeiten. Ich würde sagen, das habe ich geschafft. Woran erkennt man eigentlich einen guten Arbeitgeber? Nicht nur Aldi winkt mit Karrierechancen. Alle Discounter werben damit, attraktive Arbeitgeber zu sein. Sie versprechen gute Bezahlung, Ausbildung und Aufstiegsmöglichkeiten. Discounter. Faire Arbeitgeber. Mit spannenden Aufgaben. Mit echten Chancen. Wir fragen bei der Gewerkschaft Verdi nach. Wie sieht die Realität aus? Wir haben schlechte Besetzungen, wir haben einen unglaublichen Arbeitsdruck. Und in den Fragen sehen Sie kaum einen Unterschied zwischen den einzelnen Unternehmen. Die Arbeit ist ähnlich hart bei allen Discountern. Doch es gibt Unterschiede in Sachen Fairness als Arbeitgeber. Betriebsräte gibt es bei Penny, Netto und Lidl. Nicht aber bei Aldi Süd. Penny und Netto haben mit Abstand die meisten Betriebsräte. Die Mitarbeitern helfen, ihre Rechte durchzusetzen. Vorteil für sie. Mehr als den gesetzlichen Mindestlohn zahlen alle vier Discounter. Aldi hat jedoch mit 12,50 Euro den höchsten Stundenlohn. 1 Euro mehr als Lidl und sogar 2 Euro mehr als Penny und Netto. Hier macht dem Discounter-Riesen keiner was vor. Dafür hat Lidl den größten Anteil an sicheren Festanstellungen, gefolgt von Aldi. Bei beiden ist der Anteil deutlich höher als bei Netto und Penny. Bei den Rahmenbedingungen gibt es für die Mitarbeiter also durchaus Unterschiede. Und Lidl liegt knapp vorne. Günstige Preise entstehen oft auf dem Rücken der Mitarbeiter. Das ist natürlich nicht in Ordnung. In puncto Fairness haben alle Discounter noch Nachholbedarf. Auch Aldi. Lidl schlägt Aldi und die Konkurrenz. Mit den meisten Festanstellungen, zahlt gute Löhne und lässt Betriebsräte zu. Vorteil? Lidl. Vergleichen wir den Geschmack. Wir testen eines der beliebtesten Produkte im Discounter, Nuss-Nougat-Cremes. Bereits vor Jahrzehnten hat Aldi das bekannte Markenprodukt kopiert. Die anderen Discounter haben nachgezogen. Viermal billig, viermal lecker. Wir führen eine Blindverkostung durch. Und zwar in einer Berliner Grundschule. Bei den Kids geht nichts über ein Brot mit Nuss-Nougat-Creme. Aldi, Lidl, Penny und Netto. Jeder hat sein eigenes No-Name-Produkt mit einem eigenen Geschmack. Welcher Brotaufstrich schmeckt am besten? Auf dem ersten Brot versteckt sich Penny. Die Kinder wissen nicht, dass das Markenprodukt nicht dabei ist. Schmeckt. So wie Nuss. Schmeckt nach Nuss. Mhm. Die Nummer 1 schmeckt. Penny überzeugt. Wie schlägt sich Lidl? Die schmeckt eher cremiger. Die Nummer 2. Es ist süßer. Da schmeckt man nicht mehr so doll Nuss raus, sondern eher so halt das Süße. Und Marktführer Aldi? Also mir schmeckt die Nummer 3 überhaupt nicht. Schmeckt nach gar nichts. Ja. Harte Kritik kann Netto überzeugen. Schmeckt nach Nuss und nach Zucker. Ja. Schmeckt mittelmäßig. Welche Nuss-Nougat-Creme macht das Rennen? Ich glaube, ich entschieden. Jedes Kind hat eine Stimme und darf sein Lieblingsglas nach vorne bringen. Es gibt einen eindeutigen Sieger in unserer Stichprobe. Die Nuss-Nougat-Creme von Penny gewinnt mit Abstand. Netto auf Platz 2. Lidl bekommt nur eine und Aldi bekommt überhaupt keine Stimme. Auch echte Luxusartikel wie Champagner führen die Discounter mittlerweile. Für gerade mal 13 Euro. Luxus zum Schnäppchenpreis? Wie sich der Billig-Champagner schlägt, möchten wir von Christine Ballet wissen. Sie ist französische Sommelière und kennt sich mit Champagner bestens aus. Ah, hallo. Hallo. Ich habe ein bisschen was zu trinken mitgebracht. Es ist verwunderlich, es ist Champagner vom Discounter. Auch einen teuren Markenchampagner geben wir in den Blindtest. Wird er herausstechen? Mich würde mal interessieren, was eine Expertin, eine gestandene Sommeliere dazu sagt. Müssen wir erst mal probieren, um darüber zu sprechen. Das ja? ist eine super Idee. Lass uns aufmachen.
In der Flasche ist ganz, ganz viel Druck. Genau, richtig, viel mehr Druck als in einer Autoreife. Liebe Champagner. Könnt ihr noch ein bisschen? Ja, das ist das Mineralwasser der Köche. Zwei Profis beim Test. Werden Sie den teuren Champagner herausschmecken? Ich würde sagen, lass uns mal erst mal riechen, weil da denke ich... Wir können doch schon mal zwischendurch jetzt schon mal probieren, oder? Nein, lass uns mal, weil dann, wenn du einen Champagner jetzt probiert hast, dann hast du den Geschmack im, am Gaumen. Was riechst du da? Kannst du mir das sagen? Wir haben auch eine Fruchtnote. Warum ist so was Nussiges? So fast ein bisschen blumig jetzt. Also ganz, ganz angenehm. Also ein Spruch an den Bietermandel. Also nee, jetzt steige ich aus. Okay, gut. Die Bietermandel, die kann ich nicht mehr riechen. Gut, ich denke, jetzt hat unsere Nase so viel Aromen zu sich genommen, dann müssen wir nochmal von vorne an starten und probieren. Aber ach, ich dachte schon, du wolltest mal, du wolltest sagen, nochmal von vorne riechen. Nein. Aber ich würde sagen, wir jetzt auch gegangen. Wir fangen an. Die Discounter-Champagner kosten nur einen Bruchteil des Markenprodukts. Kann einer mithalten? Also das, was wir gerochen haben, setzt sich auch fort. Es setzt sich schon fort, ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr gute Noten für Penny. Und Lidl? Also da muss ich sagen, da muss ich keinen Champagner trinken. Nein, das würde ich nicht als Champagner einstufen. Vielleicht hast du ein anderes Produkt mit reingeschleust. Aber kaum schmeckt was nicht so gut. Da sagen die Franzosen sofort, das ist kein Champagner. Ne? Lidl fällt durch. Und wie schlägt sich Discounter-Riese Aldi? Oh ja, dieses Würzige haben wir da ganz deutlich, ne? Ja, vollmundig. Also die ganze Frucht ist wirklich im Gaumen und die Perlen sind sehr, sehr angenehm auch. Auch gut. Gehen wir mal weiter, ne? Ja. Gute Wertungen für Aldi. Fehlt Netto. Ich schmecke... Ich schmecke, das ist ein Schaumwein, aber er ist nicht so anregend wie die anderen davor. Magst du den? Ja, ist okay. Okay? Ist okay. Und jetzt der Markenchampagner für 40 Euro. Moët, immerhin der beliebteste Champagner der Welt. Aber der war ja sehr intensiv vom Bouquet eigentlich. Nee, das ist nicht mein Geschmack. Der hat nichts mit Feinheites und auch ein bisschen trocken. Also hat sowas Öliges, Benziniges, was mir als sehr unangenehm erscheint. Also das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Nein. Nee? Da muss ich keinen Champagner trinken. Ausgerechnet das teure Markenprodukt fällt durch. Aber welcher Champagner wird Sieger der Stichprobe? Deine absolute Nummer 1 unter diesen... Also meine Nummer 1 ist Nummer 1. Nummer 2? Nummer 3? Alles klar. Aldi und vor allem Penny schneiden besonders gut ab. Und das bei gerade mal 13 Euro pro Flasche. Das ist ja die Nummer 5? Das ist die Nummer 5. Den wir als am fehlerhaftesten empfunden haben. Moët. Ach, krass. Oh. Ja, die große Überraschung, ausgerechnet dieser Champagner, ist kein Champagner vom Discounter, sondern eine ganz bekannte und berühmte Marke. Penny gewinnt, aber viel überraschender der Verlierer Moët. Denn mit dieser Platzierung hätte keiner gerechnet. Aber die Geschmacksrunde ist noch nicht entschieden. Sternekoch Nelson zaubert für seine Gäste 4 gleiche Gerichte. Wer schlägt Aldi bei Pommes und Rindersteak? Das Fleisch ist schon deutlich unterschiedlich. Man sieht es hier, das hier ist viel, viel heller, auch ein bisschen flacher geschnitten. Hier, das ist, hat eine sehr, sehr schöne Farbe, so ein richtig schönes, sattes Rot, hat auch eine tolle Marmorierung. Vom Sternekoch zubereitet, sind die Gerichte optisch nicht zu unterscheiden. Faire Bedingungen für den Blindtest. So, ihr Lieben. Wow. Dankeschön. Dann viel Spaß beim Fleisch. Danke. Im rohen Zustand hat Nelson deutliche Unterschiede feststellen können. Werden seine Gäste diese Unterschiede auch schmecken? Gelb ist, glaube ich, so zart, weil es am dünnsten ist. Ja, das ist aber dafür bei mir sehr schade. Aber vom Geschmack. Bei mir ist es ganz trocken und ganz zäh. Ja, bei mir ist es vom Geschmack auch nicht überzeugend. Aber das. Ich fand grün total lecker. Okay. Aber das Fleisch? Ja. Hey? Ja. Liebe Janine. Lieber Nelson. Welches der Fleischstücke ist denn dein Favorit?
Ja, das Fleisch auf dem roten Teller war für mich sehr schnell raus, weil das einfach total zäh war. Rot und grün waren also voller Sehnen. Und dein Favorit von allen jetzt? Ich sag mal so. Also könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich einen Favoriten habe. Welches fandest du dann noch am erträglichsten? Dieses blaue dann. Am ehesten noch das Fleisch auf dem blauen Teller. Das fand ich noch am besten. Fleisch war schwierig. Das kleinste Übel war das gelbe. Fleisch grün bei mir definitiv. Steak gelb. Insgesamt keine guten Wertungen für das Rindfleisch. Vielleicht kann einer noch mit den leckersten Backofenpommes überzeugen. Die blauen, die fand ich ganz gut. Schmeckt ein bisschen kartoffeliger. Die sind super. Die Backofenpommes. Aber die sind so schön kross. Ich habe einen ganz eindeutigen Favoriten bei den Pommes. Das ist bei mir blau. Auch die anderen Freunde haben eindeutig ihre Lieblingspommes gefunden. Favorit bei den Pommes waren die blauen. Pommes bei den blauen. Bei den Pommes blau. Also Pommes blau. Ein eindeutiges Geschmacksergebnis. Lidl überzeugt bei Pommes frites. In der Blindverkostung von Champagner gewinnt dagegen Penny. Ebenso im Blindtest der Nuss-Nougat-Cremes. Penny, der klare Sieger. Aldi, nur Letzter. Penny geht deswegen als Gewinner der Geschmacksrunde hervor und bekommt 3 Sterne. Gefolgt von Lidl und Aldi. Netto konnte nicht überzeugen. Damit ist Lidl Gesamtsieger des Discounter-Wettstreits. Aldi und Penny landen auf dem 2. Platz. Abgeschlagen ist Netto. Wer hätte das gedacht? Damit ist Lidl Sieger im Discounter-Rennen. Aldi landet auf einem guten 2. Platz und auch die anderen Discounter schneiden nicht so schlecht ab. Alle gegen Aldi. In unserem Test schlägt Lidl den Discounter-Riesen Netto. Damit liegen Aldi und Lidl in der Gesamtwertung ganz vorne. Nächstes Kapitel. Fairness. Wer ist ein guter Arbeitgeber? In den letzten Jahren kamen immer wieder Skandale ans Licht. Mobbing, Schikane und Überwachung der Mitarbeiter. Ein Problem der Vergangenheit? Bußgelder für Lidl. Der Lebensmitteldiscounter muss wegen der Bespitzelung von Mitarbeitern ein Bußgeld von insgesamt knapp 1,5 Millionen Euro zahlen. Die Unternehmen selbst verbreiten ein ganz anderes Bild. Ich wollte in einem namhaften Unternehmen arbeiten. Ich würde sagen, das habe ich geschafft. Woran erkennt man eigentlich einen guten Arbeitgeber? Nicht nur Aldi winkt mit Karrierechancen. Alle Discounter werben damit, attraktive Arbeitgeber zu sein. Sie versprechen gute Bezahlung, Ausbildung und Aufstiegsmöglichkeiten. Discounter. Faire Arbeitgeber. Mit spannenden Aufgaben, mit echten Chancen. Wir fragen bei der Gewerkschaft Verdi nach. Wie sieht die Realität aus? Wir haben schlechte Besetzungen, wir haben einen unglaublichen Arbeitsdruck. Und in den Fragen sehen Sie kaum einen Unterschied zwischen den einzelnen Unternehmen. Die Arbeit ist ähnlich hart bei allen Discountern. Doch es gibt Unterschiede in Sachen Fairness als Arbeitgeber. Betriebsräte gibt es bei Penny, Netto und Lidl. Nicht aber bei Aldi Süd. Penny und Netto haben mit Abstand die meisten Betriebsräte. Die Mitarbeitern helfen, ihre Rechte durchzusetzen. Vorteil für sie. Mehr als den gesetzlichen Mindestlohn zahlen alle 4 Discounter. Aldi hat jedoch mit 12,50 Euro den höchsten Stundenlohn. 1 Euro mehr als Lidl und sogar 2 Euro mehr als Penny und Netto. Hier macht dem Discounter-Riesen keiner was vor. Dafür hat Lidl den größten Anteil an sicheren Festanstellungen, gefolgt von Aldi. Bei beiden ist der Anteil deutlich höher als bei Netto und Penny. Bei den Rahmenbedingungen gibt es für die Mitarbeiter also durchaus Unterschiede. Und Lidl liegt knapp vorne. Günstige Preise entstehen oft auf dem Rücken der Mitarbeiter. Das ist natürlich nicht in Ordnung. In puncto Fairness haben alle Discounter noch Nachholbedarf. Auch Aldi. Lidl schlägt Aldi und die Konkurrenz. Mit den meisten Festanstellungen, zahlt gute Löhne und lässt Betriebsräte zu. Vorteil? Lidl. Vergleichen wir den Geschmack. Wir testen eines der beliebtesten Produkte im Discounter, Nuss-Nougat-Cremes. Bereits vor Jahrzehnten hat Aldi das bekannte Markenprodukt kopiert. Die anderen Discounter haben nachgezogen. 4-mal billig, 4-mal lecker. Wir führen eine Blindverkostung durch. Und zwar in einer Berliner Grundschule. Bei den Kids geht nichts über ein Brot mit Nuss-Nougat-Creme. Aldi liebt...
Böglunder produziert für alle namhaften Händler in der Bundesrepublik Deutschland. Der gleiche Lieferant für vier Discounter und die Marke. Wo liegen dann die Unterschiede? Die Fleischrohstoffe, die wir verwenden, sind bei allen Kunden vergleichbar. Es gibt lediglich Unterschiede in der Rezeptur, also in der Gewürzrezeptur beispielsweise, und in der Vermarktung. Gleiche Herstellung, gleiches Fleisch, etwas anderer Geschmack. Der große Unterschied zur Markenware: Discounter verzichten auf teure Werbung und verkaufen die gleichen Würstchen für weniger als die Hälfte. See you later. Dieses System gibt es nicht nur bei Wurst. Viele Discount-Produkte stammen von bekannten Markenherstellern. Und die Qualität ist oft vergleichbar. Aber was ist mit empfindlichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Fisch? Da muss die Frische stimmen. Haben Aldi und Co. ihre Kühlkette im Griff? Frische ist sicherlich eines der wichtigsten Themen, ja, und eines der wichtigsten Attribute sollte frisch sein. Alles andere wird dann schwierig. Das ist aber wieder die offene Frage. Man weiß nicht genau, was hat man in der Hand oder was kauft man. Vielleicht sind es auch zum Teil Vorurteile, dass man skeptisch ist, aber man weiß es nicht. Unterbrochene Kühlketten oder frische Waren? Wie gut haben die Discounter die Frische im Griff und welcher liefert die beste Qualität? Wir haben Stichproben von Räucher- und Tiefkühllachs im Labor getestet. Denn Fisch ist ein besonders sensibles Lebensmittel. Schnell bilden sich auf seiner Oberfläche Keime, die in hoher Konzentration Übelkeit und Erbrechen auslösen können. Darum gilt ein Höchstwert für die maximal zulässige Keimzahl. Beim Tiefkühllachs von Netto lag die im Labor ermittelte Keimzahl über dem empfohlenen Richtwert. Noch nicht schlecht, aber von minderer Qualität. Man sollte tatsächlich bei diesen Produkten auf den Rohverzehr verzichten. Das ist meine Empfehlung. Aber wenn Sie diese Produkte gegart verzehren, gibt es überhaupt gar keine Probleme. Außerdem haben wir im Wildlachs von Aldi und Penny Nematoden gefunden. Diese Fadenwürmer sind bis zu 3 cm groß und können als Parasiten im Lachs leben. Im Tiefkühllachs werden die Fadenwürmer aber durch den Gefrierprozess abgetötet. Es ist zweifellos nicht sehr, sehr appetitlich, wenn man mal so eine Nematode findet. Gefahren bezüglich der Nematoden für die Gesundheit bestehen nicht. Tote Fadenwürmer sind zwar gesundheitlich unbedenklich, sie liefern aber Rückschlüsse auf die Qualität. In dem Moment, wo man diese Fische schlachtet, fangen diese Nematoden an zu wandern in dem Gewebe und können dann eben auch ins Muskelfleisch wandern. Insofern muss man Lachse relativ schnell verarbeiten. Fisch vom Discounter. Nennen Sie die anderen davor. Magst du den? Ja, ist okay. Okay? Ist okay. Und jetzt der Markenchampagner für 40 Euro. Moët, immerhin der beliebteste Champagner der Welt. Aber der war ja sehr intensiv vom Bouquet eigentlich. Nee, das ist nicht mein Geschmack. Der hat nichts mit Feinheites und auch ein bisschen trocken. Also hat sowas Öliges, Benziniges, was mir als sehr unangenehm erscheint. Also das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Nein, nein. Nee? Da muss ich keinen Champagner trinken. Ausgerechnet das teure Markenprodukt fällt durch. Aber welcher Champagner wird Sieger der Stichprobe? Deine absolute Nummer 1 unter diesen. Also mein Nummer 1 ist Nummer 1. Nummer 2? Nummer 3? Alles klar. Aldi und vor allem Penny schneiden besonders gut ab. Und das bei gerade mal 13 Euro pro Flasche. Das ist ja die Nummer 5? Das ist die Nummer 5. Den wir als am fehlerhaftesten empfunden haben. Moët. Ach, krass. Oh. Ja, die große Überraschung, ausgerechnet dieser Champagner, ist kein Champagner vom Discounter, sondern eine ganz bekannte und berühmte Marke. Penny gewinnt. Aber viel überraschender, der Verlierer Moët. Denn mit dieser Platzierung hätte keiner gerechnet. Aber die Geschmacksrunde ist noch nicht entschieden. Sternekoch Nelson zaubert für seine Gäste 4 gleiche Gerichte. Wer schlägt Aldi bei Pommes und Rindersteak? Das Fleisch ist schon deutlich unterschiedlich. Man sieht es hier, das hier ist viel, viel heller, auch ein bisschen flacher geschnitten. Hier, das ist, hat eine sehr, sehr schöne Farbe, so ein richtig schönes, sattes Rot, hat auch eine tolle Marmorierung. Vom Sternekoch zubereitet, sind die Gerichte optisch nicht zu unterscheiden. Faire Bedingungen für den Blindtest.
So, ihr Lieben. Wow. Dankeschön. Dann viel Spaß beim Fleisch. Danke. Im rohen Zustand hat Nelson deutliche Unterschiede feststellen können. Werden seine Gäste diese Unterschiede auch schmecken? Gelb ist, glaube ich, so zart, weil es am dünnsten ist. Ja, das ist aber dafür bei mir sehr schnell. Aber vom Geschmack. Bei mir ist es ganz trocken und ganz zäh. Ja, bei mir ist es vom Geschmack auch nicht überzeugend. Aber das. Ich fand grün total lecker. Okay. Aber das Fleisch? Ja. Hey? Ja. Liebe Janine. Lieber Nelson. Welches der Fleischstücke ist denn dein Favorit? Ja, das Fleisch auf dem roten Teller war für mich sehr schnell raus, weil es einfach total zäh war. Rot und grün waren also voller Sehnen. Und dein Favorit von allen jetzt? Ich sag mal so. Also könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich einen Favoriten habe. Ne? Ne, riecht nach nichts. Soll ich das mal probieren? Ja, dann merken sie nicht viel. Nö. Jetzt nehmen wir mal einfach ein anderes. Das ist mies, ne? Das ist mies. Ranzig. Hat schon seine alte auf dem Buckel. Das ist nicht mehr das Frischeste. Ja. Mies, ranzig, alt. Sternekoch Nelson und Ölexperte Dr. Gerz sind sich einig. Kein einziges der Olivenöle sticht positiv heraus. Das sind also, ich würde sagen, so untere Standardöle. Mhm. Es ist kein gutes Olivenöl dabei. Mhm. Laut den Etiketten soll das Olivenöl aber von bester Qualität sein. Nativ extra. Das ist alles Olivenöl. Nativ extra ist, also wenn man einen sensorischen Fehler hat, dann ist es nicht mehr nativ extra. Also. Wenn ein sensorischer Fehler da ist, dann ist es nur noch natives Olivenöl. Ja. Alle Discounterflaschen deklarieren nativ extra oder gleichbedeutend extra vergine. Die höchste Auszeichnung, die für Olivenöl existiert. Wenn ein Olivenöl sich so nennt, darf es keine geschmacklichen Fehler aufweisen. Wir wollen es genauer wissen und schicken Stichproben in den offiziellen Test des deutschen Olivenölpanels. Die geschulten Prüfer sind nachsichtiger. Die Öle von Penny, Aldi und Netto sind von guter Qualität. Eines jedoch fällt durch. Primadonna von Lidl. Es darf sich nicht nativ extra nennen. Nicht verkehrsfähig lautet das Urteil. Das heißt, es darf zwar verkauft werden, nicht aber als nativ extra. Denn es hat geschmackliche Fehler, schmeckt laut Experten stichig. Wir haben Lidl mit diesem Testergebnis konfrontiert. Der Discounter beauftragte selber Labore und bekam 4-mal gute Bewertungen. Wie Sie den Untersuchungsberichten entnehmen können, kommen alle 4 Panels zu dem Ergebnis, dass das Öl ohne Einschränkung verkehrsfähig ist. Trotzdem bleiben wir skeptisch. Discounter mischen günstige Öle aus ganz Europa. So bleibt der Preis niedrig. Verlockend für die Kunden. Ich meine, das sind Öle, man kann auch nicht mehr erwarten für den Preis. Wenn man weiß, dass ein Liter Olivenöl in der Produktion ungefähr so 7 Euro kostet, vielleicht sogar ein bisschen mehr, dann kann ich natürlich für 3,90 Euro bzw. einen Literpreis von 5 Euro nicht so viel erwarten. Wir meinen in puncto Ehrlichkeit, wer Qualität verspricht, muss sie auch liefern. In dieser Runde schneidet Lidl am schlechtesten ab. Netto und Penny gehen beim Schokopudding immerhin über gesetzliche Vorgaben hinaus. Aldi bleibt unauffällig. Mittelfeld. Als Koch ist mir Ehrlichkeit natürlich sehr, sehr wichtig. Und wenn die Discounter das Versprochene auf ihren Verpackungen nicht einhalten, dann finde ich das nicht in Ordnung. Penny und Netto waren etwas ehrlicher als die anderen und bekommen Framstag. Framstag? Am Framstag kommt der Samstag zurück, oder was? So ähnlich. Was ist das? Was ist der Framstag? Da wird dann angekündigt, was es am Framstag Günstiges zu kaufen gibt. Okay. Samstag, Freitag und Samstag. Ach so. Bei Penny heißt es Framstag, bei Netto gibt es Samstagskracher. Und Lidl hat den Super Samstag. Alle 3 Discounter werben mit Sonderangeboten und echten Schnäppchen. Aldi reduziert samstags keine Lebensmittel. Ein Nachteil? Der Samstag ist der Einkaufstag für Lebensmittel. Immer mehr Menschen erledigen samstags ihren gesamten Wocheneinkauf. Da locken besonders viele Angebote. Aber rechnen sich Super Samstag und Co.? Wir machen den großen Preischeck. Für unsere Stichprobe vergrößern wir den Warenkorb auf 50 meistgekaufte Produkte und gehen bundesweit einkaufen. In 10 Filialen der Discounter kaufen wir möglichst vergleichbare Produkte. Zuerst an einem Mittwoch. Dann wiederholen wir den Test an einem Samstag und kaufen die gleichen Lebensmittel noch einmal.
Gibt es Unterschiede? Welcher Discounter ist wann am billigsten und lohnen sich die Samstagsschnäppchen? Insgesamt haben wir 1000 Preise ausgewertet. Für den Mittwoch zeigt sich, Aldi und Lidl sind am günstigsten. Penny und vor allem Netto sind teurer. Und am Samstag? Trotz vieler Angebote und Rabatte der Konkurrenz bleibt Aldi auch für den Wochenendeinkauf der günstigste Discounter. Und nur bei Penny wirken sich die Samstagskracher ernsthaft auf den Preis aus. Bei Lidl dagegen praktisch kein Unterschied. Und Aldi ist zuverlässig billig. Trotz kaum veränderter Preise funktioniert das Konzept für die Herausforderer. Es geht natürlich darum, dass die Verbraucher dort den ganzen Einkauf tätigen und nicht nur die Angebote. Und das ist natürlich die Strategie dahinter, die Leute erstmal in den Laden locken. Mit den Wochenendangeboten kann man im Einzelfall zwar bis zu 50% sparen, sie machen aber nur einen Bruchteil des Sortiments aus. Durchschnittlich sind gerade einmal 0,25% der Produkte reduziert. Die Samstagsschnäppchen sind vor allem eins: Lockangebote. Das Preisfazit? Aldi bleibt ungeschlagen. Fast gleich auf Lidl. Habe ich's doch immer gesagt. Aldi ist immer noch der günstigste Discounter. Dem Discounter-Riesen kann einfach keiner was vormachen. Nicht mal mit den Samstagsangeboten können die anderen Aldi schlagen. Runde 1 unseres Wettkampfes gewinnt Aldi. Aber auch Lidl bekommt die volle Punktzahl. 3 Sterne. Die Unterschiede sind gering und bei beiden kann man sehr günstig einkaufen, egal an welchem Wochentag. Auf Platz 2 landet Penny und bekommt dafür 2. Darum gilt ein Höchstwert für die maximal zulässige Keimzahl. Beim Tiefkühllachs von Netto lag die im Labor ermittelte Keimzahl über dem empfohlenen Richtwert. Noch nicht schlecht, aber von minderer Qualität. Man sollte tatsächlich bei diesen Produkten auf den Rohverzehr verzichten. Das ist meine Empfehlung. Aber wenn Sie diese Produkte gegart verzehren, gibt es überhaupt gar keine Probleme. Außerdem haben wir im Wildlachs von Aldi und Penny Nematoden gefunden. Diese Fadenwürmer sind bis zu 3 cm groß und können als Parasiten im Lachs leben. Im Tiefkühllachs werden die Fadenwürmer aber durch den Gefrierprozess abgetötet. Es ist zweifellos nicht sehr, sehr appetitlich, wenn man mal so eine Nematode findet. Gefahren bezüglich der Nematoden für die Gesundheit bestehen nicht. Tote Fadenwürmer sind zwar gesundheitlich unbedenklich, sie liefern aber Rückschlüsse auf die Qualität. In dem Moment, wo man diese Fische schlachtet, fangen diese Nematoden an zu wandern in dem Gewebe und können dann eben auch ins Muskelfleisch wandern. Insofern muss man Lachse relativ schnell verarbeiten. Fisch vom Discounter. Insgesamt von passabler Qualität. Lidl landet auf Platz 1. Denn hier haben wir weder erhöhte Keime noch Nematoden gefunden. Mach nackig die Tomate. Zu den beliebtesten Discounter-Produkten gehören frisches Obst und Gemüse. Welcher Discounter kann hier punkten? Riechen tut man nicht viel. Nee. Die Verpackung von Aldi verspricht höchste Qualität. Hier steht drauf, Premium-Klasse. Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, mal drauf zu schauen, weil es ist ja nur im Laden, kannst du ja nicht einfach die Verpackung aufmachen. Und hier haben wir jetzt Handklasse draufstehen auch. Ja, Klasse 1 steht da. Premium-Klasse 1. Eigentlich sollte man meinen, das wäre eine gute Tomate. Ja. Erste Klasse bei Aldi. Ist die Qualität ja also besser als bei den anderen Discountern? Tatsächlich ist der Begriff Premium nicht geschützt. Und Handelsklasse 1 ist bei allen Discountern Standard. Wer hat nun aber die beste Qualität? Um das zu überprüfen, haben wir 50 Lebensmitteltests der letzten Jahre von Ökotest und Stiftung Warentest ausgewertet. Es gibt geringfügige Unterschiede. Penny hat eine langjährige Durchschnittsnote von 2,3. Ebenso Netto, 2,3. Discounter-Riese Aldi ist ein bisschen besser und hat einen Schnitt von 2,1. Noch besser ist Lidl mit einer Durchschnittsnote von 1,9. Auch beim Lachs ist Lidl vorne und gewinnt damit die Qualitätsrunde.
Tja, schon wieder muss ich Aldi geschlagen geben. Die beste Qualität. Mit einem Pudding wie von Oma hat das Industrieprodukt wenig zu tun. Denn der wäre zu teuer. So, und jetzt machen wir Schokopudding. Schokopudding, heute alles im Mixer. Ne? Grundzutat ist meistens immer Milch. Allerdings entrahmt mit höchstens 0,5% Fett. Wir nehmen nur die Wassermilch, auf Deutsch gesagt. Dann natürlich, wie in allen günstigen Speisen, ganz, ganz viel Zucker. 30 Gramm für einen Becher. Zucker macht gute Laune. Bisschen Fett, weil Sahne ist ja raus. Natürlich immer Pflanzenfett, ist immer günstiger wie tierische Fette. Das hier ist keine Partydroge, sondern Monodiglyceride von Speisefettsäuren, damit der Pudding schön glänzend, samtig weich wird und alles sich miteinander super verbindet. Billiger Pudding, billige Zutaten. So lassen sich bei der Massenproduktion Millionen sparen. Weich noch ein bisschen Gelatine ein. Omas Pudding wird durch Stärke und Sahne zusammengehalten. Billiger ist Gelatine. Gelatine ist ein tierisches Produkt, wird meistens aus dem Spalt der Tiere gewonnen. Ja, der Spalt ist das, was zwischen Haut und Fett liegt. 90% davon ist vom Schwein, weil es da natürlich auch am günstigsten ist. Schweinereste im Pudding. Für Vegetarier und Muslime ist das Discounterprodukt schon mal nicht geeignet. Und wo bleibt die Schokolade? So viel Kakaopulver? Kommt da bestimmt nicht rein. Kakao ist teuer, Kakao ist ein wertvoller Rohstoff. Und maximal 1-2% mehr wird in so einem fertigen Schokopudding nie reinkommen. Nur 1% Kakaopulver ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Geschmack entsteht durch Aromen. Aber was wäre der Schokopudding ohne das fluffig-luftige Sahnehäubchen on top? Damit die Sahne auch fluffig, luftig, lange im Becher erhalten bleibt, müssen wir hier auch ein bisschen nachhelfen. Ein kleiner Stabilisator. Wir schäumen es auf. Nicht mit dem Mixstab, sondern hier mit dem Gas. Tierische Gelatine, Zusatzstoffe und Aromen für den Geschmack. So wird aus entrahmter Milch und Zucker ein günstiger Schokopudding. Ich würde sagen, sieht aus wie das Produkt, das wir aus unserem Kühlregal kennen. Mit 1% Schokolade, mit viel luftiger Sahne, die auch lange luftig bleibt. Im Discounter-Vergleich zeigt sich, bei Lidl ist am wenigsten Kakao im Pudding. Nur 1%, das gesetzliche Mindestmaß, kopiert. Die anderen Discounter haben nachgezogen. Viermal billig, viermal lecker. Wir führen eine Blindverkostung durch. Und zwar in einer Berliner Grundschule. Bei den Kids geht nichts über ein Brot mit Nuss-Nougat-Creme. Aldi, Lidl, Penny und Netto. Jeder hat sein eigenes No-Name-Produkt mit einem eigenen Geschmack. Welcher Brotaufstrich schmeckt am besten? Auf dem ersten Brot versteckt sich Penny. Die Kinder wissen nicht, dass das Markenprodukt nicht dabei ist. Schmeckt wie Nuss. Schmeckt nach Nuss. Mhm. Die Nummer 1 schmeckt. Penny überzeugt. Wie schlägt sich Lidl? Die schmeckt eher cremiger. Die Nummer 2. Das ist süßer. Da schmeckt man nicht mehr so doll Nuss raus, sondern eher so halt das Süße. Und Marktführer Aldi? Also mir schmeckt die Nummer 3 überhaupt nicht. Schmeckt nach gar nichts. Ja. Harte Kritik kann Netto überzeugen. Es schmeckt nach Nuss und nach Zucker. Ja. Schmeckt mittelmäßig. Welche Nuss-Nougat-Creme macht das Rennen? Ich habe es entschieden. Jedes Kind hat eine Stimme und darf sein Lieblingsglas nach vorne bringen. Es gibt einen eindeutigen Sieger in unserer Stichprobe. Die Nuss-Nougat-Creme von Penny gewinnt mit Abstand. Netto auf Platz 2. Lidl bekommt nur eine und Aldi bekommt überhaupt keine Stimme. Auch echte Luxusartikel wie Champagner führen die Discounter mittlerweile. Für gerade mal 13 Euro. Luxus zum Schnäppchenpreis? Wie sich der Billig-Champagner schlägt, möchten wir von Christine Ballet wissen.
Sie ist französische Sommelière und kennt sich mit Champagner bestens aus. Ah, hallo. Hallo. Ich habe ein bisschen was zu trinken mitgebracht. Es ist verwunderlich, es ist Champagner vom Discounter. Auch einen teuren Markenchampagner geben wir in den Blindtest. Wird er herausstechen? Mich würde mal interessieren, was eine Expertin, eine gestandene Sommeliere dazu sagt. Müssen wir erst mal probieren, um darüber zu sprechen. Das ne? ist eine super Idee. Das lass uns aufmachen. In der Flasche ist ganz, ganz viel Druck. Genau, richtig, viel mehr Druck als in einer Autoreife. Liebe Champagner. Kennt ihr noch ein bisschen? Ja, das ist das Mineralwasser der Köche. Zwei Profis beim Test. Werden sie den teuren Champagner herausschmecken? Ich würde sagen, lass uns mal erst mal riechen. Weil da denke ich, wir können doch schon mal zwischendurch jetzt schon mal probieren, oder? Nein. Lass uns mal, weil dann, wenn du ein Champagner jetzt probiert hast, dann hast du den Geschmack am Gaumen. Was riechst du da?